wie das Pressing der Gäste gegen die spielerisch starken Kickers funktioniert, die ihrerseits über Malte Moos kommen. Und dann ist es der fast der Querschläger von Berisha. Kammerbauer holt den Einwurf raus. Berisha, der aus dieser Position ja schon mal getroffen hat, gegen Rielasingen mit seinem Traumtreffer. Kammerbauer in den Rückraum. Gute Idee auf Dicklober, der schießt und Josef Tirso. Tolle erste Aktion im Spiel der Kickers. Und Tirso beweist gutes Stellungsspiel, reaktionsschnell. Ja, die hier genau dieses Dreieck jetzt ausspielen, haben viel Platz. Die Kickers kommen immer wieder in die Halbräume. So wie eben jetzt auch hier durch Flamo Berisha, der Rolu sieht Loris Meyer durchstarten. Torwart bleibt erstmal drin. 1-0, Kickers, Loris Meyer. Ja, das sahen sie hinten nicht gut aus. Da waren sie sich kurz uneinig mit der Restverteidigung mit Yusuf Tirso, der erst rauskommt und dann nicht schnell genug den Weg nach hinten findet. Und dann muss man aber auch sagen, Loris Meyer, das war technisch erste Sahne. Absolut. Großes Kompliment auch an Halime Rolo für diese Vorarbeit. Rolo nimmt den Kopf hoch. Außennetz. Ja, das Stadion schreit. Jubel beläuft. Kriegt vielleicht den Doppelpass, genau den bekommt er, aber der Strafraum ist noch nicht direkt besetzt. Jetzt vielleicht in den Rückraum. Erolu. Ja, Berisha ist es. Loris Meyer auf vorne, am ersten Posten läuft Berisha ein und da ist es! Paul Polauke, 2-0. Kickers! Paul Polauke mit dem Tor, mit dem 2-0 für die Kickers. Schöne Ecke von Kevin Dickelhuber. Schauen wir uns das nochmal an. Und dann steht Polauke einfach richtig. Und Dickelhuber. Dickelhuber in der Mitte ist Loris Meyer. Dickelhuber. Und es gibt keinen Elfmeter. Der beste Mann auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Der beste Mann auf dem Platz leitet. Werden die Kickers vielleicht sogar jetzt die nächste Chance bekommen. Wieder ist es Loris Meyer. Der Ball ist im Tor. 3-0 Kickers. Loris Meyer. Deckel drauf, Fragezeichen. Was für ein Start in die zweite Halbzeit für die Kickers. Pforzheim muss was machen, aber die Kickers machen was. Und zwar das 3-0. Es war verdient nach den ersten Minuten in dieser Halbzeit. Und da war es einfach wieder schön herausgespielt, schön technisch, fein sauber über Yusuf Tirso gemacht. Vor dem Tor einfach zu uneffektiv war. Und jetzt müssen wir auf die Umschaltaktion aufpassen. Und er hat einen guten ersten Kontakt. Und Maxi Otto, die Krake von Degerloch. Maxi Otto antizipiert den Ball. Strafraum mit Dickelhuber ist besetzt. Hinten lauert Riele. Cholic! Wie sehr würden wir ihm dieses Tor gönnen? Angriffs- bzw. Verteidigerseite auf die rechte Seite. Muss jetzt mit einrücken. Und dann ist es Noah Lulic. Und wieder Maxi Otto, der Teufelskerl! Und ich möchte gar nicht vom Chancentod Noah Lulic reden. Da wollen wir ihm gar nicht Unrecht geben.
vielmehr herausragend, wie Maxi Otto das Bein noch zukriegt und dann unten am Boden hat. Außen. Ah, auch da wieder schlechte Restverteidigung der Kickers. Nächstes 1 gegen 1. Und wieder ist es Otto. Es gibt's doch nicht. Maxi Otto bewirbt sich für die Auszeichnung zum Spieler des Tages.